Ho, 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 meine lieben Aktienfreunde, jetzt kommt der Höhepunkt eures Weihnachtsfests. Das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss. Ich präsentiere die Top 5 Dividendenaktien mit nicht hoher, nein, sehr hoher Dividende. Jawohl, was sehr hohe Dividende heißt, das werde ich euch gleich sagen. Wir werden uns also 5 Aktien angucken und werden uns dann fragen, wie, ob die Dividende sicher ist oder ob es sich hier um einen Papiertiger handelt. Und wir werden das Ganze völlig transparent machen, selbstverständlich zum Nachspielen und Nachempfinden und gerne auch zum Ändern, wo im Aktienfinder eurer Wahl. Und hier geht's los. Mein Name ist Thorsten Tiet und ich bin der Betreiber des Aktienfinders. Hier geht es um Qualitätsaktien, auch dann, wenn es 5% Dividendenrendite gibt und vielleicht sogar noch mehr. Ich habe für euch schon ein Ranking gebastelt und das heißt, passend zum Titel, sehr hohe Dividenden. Privat in der Klammer, das heißt nur ich kann das Ganze sehen. So, wir haben die sehr hohen Dividenden bereits ausgewählt. Was verstehen wir darunter? Eine Zieldividendenrendite von 5% hätten wir gerne und sie soll wachsen im jährlichen Mittel um 5% bezogen oder gemessen an der Entwicklung der letzten 5 Jahre, der durchschnittlichen jährlichen Steigerung. Und das Ganze soll natürlich auch möglichst zuverlässig bzw. stabil verlaufen. Stabil verlaufen sollen auch die Gewinne, die steigen sollen, um 5% jährlich. Und das Ganze nochmal beim operativen Cashflow ebenso. Also Stabilität, Cashflow 1, Zuwachs, jährliches Mittel des Cashflows um 5%. Da haben wir also sehr hohe Dividenden, die sogar noch wachsen. Soweit unsere Wunschvorstellung. Gibt es denn überhaupt eine Aktie auf der ganzen Welt oder hier im Aktienfinder? Wir analysieren mittlerweile über 1500 Dividendenzahler. Gucken wir mal, sortieren wir mal nach dem Ranking. 100 ist die maximale Punktzahl und was wir hier kriegen sind 96, ist das höchste aller Gefühle. Ist aber, wie ich finde, schon gar nicht schlecht. Und wir werden mal die 5 Top-Aktien sozusagen hier durchgehen. Und dann werde ich was dazu erzählen und werde uns natürlich die Dividenden angucken, wie die zustande kommen, ob sie sicher sind und was uns ansonsten noch so Schönes auffallen mag bei den einzelnen Unternehmen. Zuerst fällt mir hier nochmal auf, dass wir relativ viele Chinesen haben da oben. Hier nur einen einzigen Amerikaner, wer hätte es gedacht? Normalerweise dominieren ja die Amerikaner, auch bei Dividendeninvestoren. Hier sehen wir, Amerikaner kommen erst etwas weiter unten. Ja, ich denke, bezüglich China sind ja die einen oder anderen von euch schon kritisch eingestellt. Ich habe viel mit China zu tun, aber ich habe vollstes Verständnis, wenn man da jetzt mal China draußen lassen will, um sein Geld vielleicht woanders hin zu manövrieren, wo es etwas entspannter zugeht. Also China können wir mal abwählen. Wir können erstmal hier alle Länder anwählen und dann China raus und Hongkong ist ja im Prinzip auch China, auch raus damit und dann haben wir hier China mal entfernt. Und dann haben wir hier, und jetzt gehen wir jetzt auch durch, das wird das Programm sein. Wir gucken uns die Admiral Group an, die AF Gruppen aus Schweden, Enghouse Systems aus Kanada und dann Großbritannien Nummer 2. Admiral Group ist auch Großbritannien, die IG Group Holdings. Und dann hatte ich mir noch ausgesucht Omnicom, weil hier haben die alle 94 Punkte. Und deshalb war das für mich gesetzt. Die 96er, 95er habe ich mir hier einfach einen ausgesucht, den ich auch schon ein bisschen kannte. So, fangen wir mal an mit der Admiral Group. Ein Versicherer für Autoversicherungen. Und was ihr hier schon sehen könnt, ist, dass die Dividende wieder sinken soll. Leider, das heißt, sie ist nicht von langer Dauer. Wie hoch ist die Dividende? 8% fast. Man sieht das Ganze auch nochmal schön im Dividendenturbo. Da seht ihr auch, dass die Dividende nicht von langer Dauer ist. Sie ist hoch, aber nicht von langer Dauer. Sie soll dann sinken auf 5,5% und dann angeblich auf 4,5% nochmal weiter sinken. Was ist da los? Ich denke jetzt nicht, dass diese Dividendenkürzungen auf das Unternehmen zurückzuführen sind, das irgendwie schlecht gewirtschaftet hat. Im Gegenteil, hier muss man es genau andersrum sehen. Wenn man mal hier schaut, dann sieht man, dass wir hier einen Gewinn Buckel haben, einen außerordentlich hohen Buckel und dann geht es quasi kehrt es zur Normalität zurück. Was ist da passiert? Die Admiral Group, übrigens hier Admiral Nelson wahrscheinlich hier als Logo, die ist ein Corona-Profiteur. Und zwar vertreiben sie in erster Linie Autoversicherungen. Das könnt ihr dann hier auch bei den Segmenten wohl nochmal sehen. Na, da steht jetzt nicht da irgendwas von Auto, da steht einfach nur, dass die in Großbritannien den meisten Umsatz machen.
Wer hätte es gedacht? Hier sieht man es auch nochmal. Aber sie vertreiben Autoversicherungen in erster Linie. Und im Rahmen des Lockdowns sind die Leute weniger Auto gefahren, weil sie ja zu Hause geblieben sind. Nicht ganz freiwillig alle wahrscheinlich. Und dadurch wurden dann weiter Prämien kassiert, aber es gab weniger Schäden auszubezahlen. Also die Schadensregulierung ging nach unten. Dann sieht man hier, wie die Margen angesprungen sind. Die operative Marge von knapp 40% wird dann auf 64% steigen. Momentan sind sie schon bei 58,2%. Übrigens positiv auch, wie ich hier finde, das Umsatzwachstum dieses Versicherers. Und tatsächlich haben sie, ich habe sie auch gelesen, das ist der Full Year Report der Admiral Group. Sie haben neue Kunden gewonnen, sie haben ihr Kundenbestand um 10% ausgebaut. Sie haben jetzt um die 650.000 Kunden, wie ich schon sagte, mit Schwerpunkt in Großbritannien. Wahrscheinlich ist der Markt relativ hart umkämpft, das sieht man hier dann an den Margen, die eigentlich nach unten gegangen sind die ganze Zeit tendenziell. Aber in diesem wohl harten Konkurrenzkampf hat sich die Admiral Group ganz gut geschlagen und auch längerfristig offensichtlich neue Kunden gewonnen. Hier kann man ja nicht so gut Cross-Selling machen, weil ich kein Multiline-Versicherer. Die bieten keine Lebensversicherung oder Haftpflicht oder irgend sowas an, sondern in erster Linie halt Autoversicherung. Das heißt, wenn da die Umsätze hochgehen, müssen sie auch Kunden gewonnen haben, weil es halt weniger durch Cross-Selling kam, durch neue Verträge bestehender Kunden. Naja, und so erklärt sich aber jedenfalls, dass wir hier die hohen Margen haben, die dann zu extrem hohen Gewinnen geführt haben und auch zu sehr hohen Dividenden. Aber das kann natürlich nicht ewig werden. Entweder währt Corona nicht ewig, was wir hoffen wollen, und dann fahren die Leute alle irgendwann wieder Auto. Oder Corona dauert länger und dann muss die Admiral Group auch, um wettbewerbsfähig zu bleiben, die Prämien anpassen und zwar nach unten. Oder die Prämien bleiben konstant, aber es gibt dann halt einen nachträglichen Bonus. Das haben sie auch bereits schon gemacht. Hier steht, we gave back to customers 110 Millionen Pfund. 110 Millionen Pfund bei einem Umsatz von 1,4 Milliarden ist schon relativ viel. Das sind so, was werden das sein, so vielleicht 8% vom Umsatz haben sie quasi zurückgegeben. Hätten sie das nicht gemacht, hätten sie kurzfristig den Profit nochmal maximiert. Hätte noch eine höhere Dividende zahlen können, aber da wäre wahrscheinlich einige Kunden davon gelaufen und es wäre dann natürlich auf die langfristige Profitabilität gegangen. Ja, da gucken wir uns mal noch die Bewertung an, würde ich sagen, der Admiral Group. Das geht anhand des bilanzierten Gewinns wohl ganz gut. Hier haben wir diese Sonderdividenden. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Sonderdividende. Ist dieses hellblaue. Sonderdividende ist hier Programm, ganz offensichtlich. Bei vielen Finanzseiten wird die Sonderdividende nicht ausgewiesen. Das heißt, wenn ihr dann woanders guckt und da hat mir Admiral Group nur eine deutlich niedrigere Dividende, dann wisst ihr schon, okay, da fehlt die Sonderdividende. So, jetzt gehen wir mal zurück zum fairen Wert. Orientieren uns hier am bilanzierten Gewinn. Legen wir mal kurz drüber. So, sieht es dann ganz so aus. Aktuelles KGV von 13. Und hier sieht man, besonders hier für die letzten Jahre, hat es doch ganz gut gepasst mit der Bewertung, mit dem fairen Wert. Und momentan ist die Aktie hier Punktlandung fair bewertet mit einem durchschnittlichen KGV. War bei 15, das wäre dann, naja, aktuell ist es bei 13. Aber das Problem hier eigentlich ist, dass wir mit rückläufigen Gewinnen zu rechnen haben. Das heißt, wir müssen eigentlich einen fairen Wert nehmen von hier irgendwo. Der schwankt so um die 23 britische Pfund, hier sogar nur noch 22 britischen Pfund. Das heißt, wir haben hier noch einiges an Rückschlagspotenzial, um die 20%. Und das wird natürlich durch die Dividende nicht wieder aufgeholt, die dann auch noch tendenziell sinkt. Das heißt, wir haben hier, wie ich finde, keine attraktive Einstiegsgelegenheit momentan. Also die Aktie hat sehr gut zugelegt. Hier war der Corona-Crash, Höhepunkt Mitte März, ist ja die Aktie gestiegen von 20,5 auf 37 britische Pfund. Macht hier 56,3% Rendite, inklusive schon Dividenden. Und jetzt hat die Aktie angefangen zu korrigieren hier. Sie hat angefangen zu korrigieren. Aber da ist noch einiges Luft nach unten. Insofern, Admiral Group macht wohl ein gutes Geschäft, das Unternehmen, eine gute Versicherungsgruppe. Aber die Aktie halte ich jetzt nicht für so ein attraktives Investment momentan, für keine so gute Einstiegsgelegenheit. Eventuell
kann man gucken, dass die Aktie noch ein bisschen weiterfällt und dann weiter unten einsammeln. Aber momentan halte ich die Aktie noch nicht für kaufenswert. So, dann gehen wir mal zu AF Gruben aus Schweden. Das ist so wie Hochtief aus Deutschland. Also die machen Hochbau, Tiefbau. Tiefbau sind zum Beispiel Straßen, Schienen, alles auf der Erde oder unter der Erde. Könnte quasi auch nur Metro sein, die die bauen. Hochbau, Gebäude. Und das hier ist die AF Gruppen hier. Und gucken wir mal an, wie viel Dividende bezahlen die. 5,5%. Auch hier gibt es immer wieder Sonderdividenden. Aktuell ist es keine, aber es gibt immer wieder Sonderdividenden. Man sieht auch, dass sie ziemlich viel ausschütten. Also die sind hier Unterkante, Oberkante, Lippe oder wie das hier so heißt. Also die haben die Dividende relativ, zahlen relativ, schütten relativ aggressiv Dividende aus. Ich sag's mal so. Auch hier haben wir schönes Umsatzwachstum. Die Margen schwanken allerdings relativ stark. Momentan operative Marge bei 5%. Ja gut, da sind halt nicht so hochmargig, Hoch- und Tiefbau. Gucken wir uns mal an, wie die Dividende im Vergleich so ausfällt, im historischen Vergleich. Da liegen wir hier bei den 5,5%. Siehst du mal, die Dividende ist nicht immer ganz sicher. Es gibt ja schon einzelne Dividendenkürzungen, gab es hier. Hier gab es mal Dividendenkürzungen, hier wurde weniger, hier wurde es weniger. Aber es gibt immer wieder, und es bleibt bei einer relativ hohen Dividende. Und die Dividende soll tendenziell sogar weiter steigen. Und ich habe hier mal geguckt, im Jahresbericht, da heißt dann auch The Financial Targets für 2024, die finanziellen Ziele, 40 Milliarden norwegische Kronen und eine operative Marge von 47%, also 40 Milliarden und 7% Marge. Und das ist übrigens genau das, habe ich gesehen, was wir im Aktienfinder haben. Das sind sogar 40,2 Milliarden für 2024 und eine Marge von 7%, 6,97%. Also die Analysten haben ja ganz offensichtlich das übernommen, was das Management ausgegeben hat als Ziel. Ist ja auch vollkommen okay. Und wenn es so käme, dann würde natürlich auch der Gewinn steigen und dann gäbe es eine noch höhere Dividende. Aber da ist halt nicht viel Luft, dass es mal, wenn es mal nicht so läuft, dann wird auch sofort die Dividende gekürzt. Das ist natürlich schon ein gewisses Risiko. Gehen wir mal hier auf den fairen Wert. Sieht ein bisschen wild aus hier, die Dividende mit den vielen Sonderdividenden. Das heißt, das hören wir mal weg. Der bereinigte Gewinn bringt ja auch nicht allzu viel. Da liegt er beim bilanzierten Gewinn. Dann gucken wir mal, was der bilanzierte Gewinn uns so mitzuteilen hat. Und dann sehen wir hier mit dem aktuellen KGV von um die 20 ist die Aktie leicht überbewertet. Der Kurs liegt bei 190 norwegischen Kronen, obwohl die aus Schweden sind. Nee, sind Norwegen. Aber falls ich mal Schweden gesagt habe, dann war das falsch. Also sie kommen aus Norwegen. So, 190 norwegische Kronen, der faire Wert aber eher bei 160, also leicht überbewertet. Und man müsste schon darauf vertrauen, wenn man die Aktie kauft, sozusagen, dass das, was das Management ausgegeben hat hier als Ziel, dass das tatsächlich Realität wird. Denn dann wäre eine schöne hohe Rendite möglich von 16,2% aufs Jahr. Aber nur dann, wenn sich das natürlich bewahrheiten sollte. Da würde ich nochmal mich tiefergehend mit dem Unternehmen beschäftigen, weil Luft für Fehlschläge ist ja nicht, wie ich sagte, dann wird sofort die Dividenden gekürzt. Momentan ist die Aktie schon relativ hoch bewertet. Sie war zwar schon bei über 200 norwegischen Kronen, aber nichtsdestotrotz, auch hier sehe ich erstmal kurzfristig weiteres Rückschlagspotenzial, wenn auch deutlich moderater als bei der Admiral Group. Also gutes Unternehmen, sehr profitabel, geht absolut in die richtige Richtung, sieht man hier nochmal mit der Gewinnentwicklung. Aber vielleicht ein bisschen ambitioniert kommt mir das Ganze vor und etwas riskant. So, dann gehen wir mal zum nächsten. Das wäre Enghouse Systems, die kommen aus Kanada und die hatte ich vorher auch nie auf dem Schirm gehabt und haben ja schon wieder eine Sonderdividende. Aber erstmal kurz, was machen die Kollegen? Das ist eine Softwarefirma und stellen Software für Unternehmen her, also das ist B2B quasi Geschäft. Für Callcenter haben die Software, die haben auch so Kommunikationssoftware wie Zoom oder Teamviewer und die machen auch Software für Infrastruktur, also für Verkehrsunternehmen
und für Telekommunikationsunternehmen. Also die sind relativ breit aufgestellt, Inghouse Systems. Und wie du siehst, läuft es hier ziemlich gut, das Geschäft. Das läuft so gut, dass die tatsächlich, habe ich es hier irgendwo, ich muss mal gucken, ich habe es hier glaube ich nicht offen, doch da. Das ist der Press Release von Enghouse Systems und die sagen sinngemäß hier Special Dividend, also das ist das hier. Die haben gesagt hier, wenn ihr euch dann selber durchlesen, boah, wir haben so viel Kohle, die wir eigentlich überhaupt nicht brauchen, wir schütten das jetzt einfach aus. Das steht genau hier drin. Wir schütten das einfach aus. Hier die 1,50 per Common Share. Today with our substantial cash balance, no debt and significant operating cash flow. The Board of Directors approved a special dividend of 1,50 kanadische Dollar pro Aktie. Also genau das hier, 1,50 kanadische Dollar. Und das hat dann natürlich die Dividendenrendite hier in neue Höhen getrieben, nämlich 4,35%. Aber wenn die Sonderdividende wieder weg ist, dann sind es dann nur noch 1,5%. Also sozusagen ein Fake, wenn man es böse will. Aber nichtsdestotrotz ist trotzdem hier ins Ranking reingekommen und ich finde die Aktie tatsächlich interessant. Die haben relativ viel in der Bilanz Goodwill drin, aber wie man schon hier, wie ich euch schon vorgelesen habe, also es sieht erstmal super aus, was das Gewinnwachstum ist. Es sieht auch, wie die Umsätze so raketenhaft gestiegen sind. Hier gibt es einen leichten, hier gibt es eine leichte Delle, aber also wenn wir aufwärts gehen, auch die Margen, wenn man sich die Margen anguckt, auch die Margen sind gestiegen, von 10 auf dann 24%. 2,8 waren sie dann niedrig, hier waren sie mal höher, aber dafür waren die Umsätze damals noch extrem niedrig. Es war also nicht dasselbe Unternehmen von heute. Also es sieht schon ziemlich gut aus und wer jetzt nicht unbedingt auf so hohe Dividenden steht, für den könnte die Aktie attraktiv sein. Hier sehen wir übrigens die Schulden, also mittlerweile haben sie Schulden in Höhe von knapp 26 Millionen kanadischen Dollar. Das sind Schulden, die zu verzinsen sind. Hier haben wir auch zinsfreie Schulden, Anführungszeichen. Das könnten beispielsweise Rückstellungen sein. Aber das hier sind die eigentlichen belastenden Schulden sozusagen. Aber der Zinsaufwand mit 1 Million kanadischen Dollar hält sich in Grenzen und es könnte, wie gesagt, die ganze, was habe ich noch nicht gesagt, aber die kompletten Schulden hier, die Zinstragen, könnten quasi aus der Portokasse beglichen werden. Wenn man noch das Kernvermögen drüber macht, dann wird es noch kleiner. Wenn man noch den Goodwill draufknallt, wird es noch kleiner. Das sind sozusagen die ganzen Vermögenswerte, die sie haben. Dass der Goodwill quasi hält, das muss man mal ein bisschen hoffen. Sind also durch Zukäufe gewachsen, haben wir immer noch so viel Geld, dass sie sich sagen, können wir immer noch weiter zukaufen oder wir wollen nicht mehr weiter zukaufen. Das habe ich jetzt in der Kürze der Zeit nicht herausgefunden. Also, das ist Enghouse Systems. Guck mal der Vollständigkeit halber auch mal noch an, wie die Aktie so bewertet ist. Und dann siehst du das hier. Enghouse Systems, jetzt zoomen mal ein bisschen näher ran. 2013, was weiß ich hier irgendwo. So. KGV von 29. Nicht ganz günstig bewertet. Und was ich jetzt auch interessant finde, ist nochmal ein Corona-Profiteur, ganz offensichtlich. Also erst ist der Aktienkurs eingebrochen und dann ist er in die Höhe geschossen. Bei einem Softwareunternehmen, was beispielsweise noch Telekommunikationssoftware macht, also Chat-Software und so weiter, wenig überraschend. Und dann haben wir hier, also wir haben hier erst die starke ungefähre Kursverdopplung hier, Rendite ja 104% innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von 4 Monaten hat sich der Aktienkurs verdoppelt und jetzt seitdem geht es aber wieder abwärts. Das heißt, hier wurde dann sozusagen die Überbewertung wieder abgebaut. Jetzt haben wir wieder fast eine Punktlandung. Also bei 50 kanadischen Dollar scheint die Aktie auch fair bewertet zu sein. Und laut den Analysten wird es jetzt aber erstmal nicht so aggressiv aufwärts gehen. Und man hätte dann hier mit einer Rendite zu rechnen von 11,9%, aber eben relativ wenig was Anteil der Dividende. So, aber ich wollte euch das Unternehmen nicht vorenthalten, weil man hört eigentlich nicht so viel davon. Ist halt auch nicht so riesig. Marktkapitalisierung 1,86 Milliarden Euro. Und man sieht hier auch schön wieder die Übertreibung, Untertreibung. Und das schließt sich quasi fast nahtlos an meine zwei vorherigen Videos, die um den Tech-Crash, wo es um den Tech-Crash geht. Und da siehst du im Prinzip genau dasselbe. Da machen wir ja noch viel mit den Multiples. Das siehst du dann auch anhand der Multiples, wie auf dem KUV, wie sozusagen das Unternehmen die ganze Zeit mehr oder weniger hier, also Enghouse Systems,
Ja, sage ich jetzt mal, mit, bei mir um so ein KGV zwischen 5 und 6 schwankt, dann plötzlich bricht es aus, geht hier bis auf an die 9 ran und jetzt normalisiert sich das Ganze wieder. So, gehen wir zur nächsten Dividendenaktie und das ist wieder eine Dividendenaktie mit sehr hoher Dividende. Das ist die IG Group Holdings. Hat wahrscheinlich auch noch niemand groß gehört. Großbritannien, Marktkapitalisierung immerhin schon mal doppelt so groß. Und was machen die? Die haben Online-Handelsplattformen. Also mit denen kann man traden sozusagen. Und der eine oder andere wird es vielleicht kennen. Mir sind sie schon über den Weg gelaufen im Rahmen vom Optionshandel. Tasty Trade, das ist eine Marke von denen. So, jetzt sieht man es auch. Die haben auch einen YouTube-Kanal, sind auch sehr umgänglich hier. Und die zeigen dir dann, wie das Ganze funktioniert. Optionshandel, machen auch CFDs, Kryptos, alles Mögliche kann man mit denen handeln. Hier wird alles erklärt für Optionshandel, was hier die unterschiedlichen Figuren sind und so. Und was hier Theta, Veta, was es da noch so alles gibt. Ne? Und sie haben also Privatkunden, das verwendet sich ja in Privatkunden und Tasty Trade ist eine Marke davon. Die haben aber noch andere Marken und Plattformen, die sich dann beispielsweise auch an institutionelle Anleger wenden. Und das ist eben hier die IG Group Holding, das ist ihre Webseite. Und so verdienen die ihr Geld. Die haben wie viel Kunden? 313.000 Kunden. Und das war ein Anstieg. Also im letzten Geschäftsjahr hatten sie 313.000 Kunden. Geschäftsjahr endete am 31.05.2021. Und das war ein Anstieg im Vergleich zu 2020 um ein knappes Drittel, um 31%. Also wir haben hier schon wieder einen Corona-Profiteur aus Großbritannien eben diesmal. Die Leute sind dann halt zu Hause geblieben und haben mehr getradet, so wie auch hierzulande mit ja, den ganzen Neobrokern. Ihr kennt ja die Geschichte. So, und das sieht hier halt alles relativ gut aus. Also wir sehen hier die steigenden Umsätze, die Margen, die schwanken etwas stark. Momentan Margen von über 50%, also quasi auf Allzeit hoch. Vor Corona waren, lagen sie bei 38%. Und die Dividenden, endlich mal keine Sonderdividende. Die Dividenden, die wurden gar nicht außerordentlich erhöht. Also hier gab es beispielsweise keine Sonderdividende, liegt aber trotzdem bei 5,4%. So, also das ist hier jetzt der Dividenden-Turbo. Und das siehst du, boah, es gab mal eine Dividende von 9,1%. Das können wir gleich den Aktienkurs angucken. Also 2019, das war vor Corona, ein Jahr vor Corona, da muss der Aktienkurs mal ziemlich gelitten haben, vermute ich, weil es gab ja keine explizit außerordentlich hohe Dividendenerhöhung. Es gab zwar eine, aber nicht so extrem hoch, dass die dann bei gleichbleibenden Kursen nach oben geschossen wäre. Momentan sind wir hier bei 5,4% und die Dividende soll weiter steigen im Jahr 2023 auf 6,6%. Wir haben gesehen, haben wir das schon gesehen? Nein, dann zeige ich es jetzt, dass die Bilanz außerordentlich stabil ist. Auch hier haben wir so gut wie keine Schulden, also zinsfreie Schulden machen wir mal weg. Also wir haben hier den freien Cashflow, das siehst du hier. Hier siehst du auch den freien Cashflow extrem hoch, deshalb extrem hohe Tilgungskraft auch. Aber auch hier, also die könnten wahlweise entweder mit dem freien Cashflow die Schulden, die zu verzinsenden Schulden, auf einmal sogar dreifach tilgen, wenn ich mir das demografisch anschaue, oder hier aus der Portokasse können sie auch die Schulden tilgen. Relativ überschaubarer Goodwill, also eine sehr, sehr, sehr solide Bilanz. Schuldenquote bei 7%. Wenn man sich das Ganze mal nochmal anguckt hier, Cash und zack. Jetzt haben wir hier nochmal die relevanten Größen mit den zu verzinsenden Schulden. Das siehst du hier, wie außerordentlich stark die Bilanz ist. Also wirklich gut. Und jetzt gucken wir mal an, wie die Aktie bewertet ist. Könnte ja tatsächlich mal was Interessantes sein. Und dann nehmen wir jetzt hier den bereinigten Gewinn und aber auch gerne die Dividende für die Bewertung. Operativen Cashflow nehmen wir mal nicht, lassen wir mal weg. Gibt es auch nur Schätzungen für das nächste Geschäftsjahr. Legen wir mal den fairen Wert drüber. Oh, was mir da auch noch auffällt, das KGV. Nur 8. Gut, das ist halt außerordentlich hoher Gewinn. Ne? Im Schnitt lag das KGV bei 13. Und die Dividendenrendite, die lag im Schnitt bei 5%, jetzt wie gesagt 5,4. Und wird interessant. Fairer Wert bereinigt und fairer Wert Dividende. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Also, ich mache erstmal den fairen Wert Dividende weg, so, damit nicht zu viel da ist. Und dann sieht man hier tatsächlich,
Ja, also hier passt es schon mit dem fairen Wert. Jetzt wäre der faire Wert quasi, hätte sich jetzt eigentlich deutlich erhöht, weil der Aktienkurs, nein, nicht der Aktienkurs, weil der Gewinn pro Aktie so in die Höhe gesprungen ist. Aber interessant ist, du siehst, dass der Markt hat es gar nicht mitgemacht. Bei Lang und Schwarz oder so, glaube ich, schon. Da hat der Markt das beispielsweise mitgemacht. Oder auch bei den Aktien, die wir vorher gesehen haben. Die waren ja Corona-Gewinner und da hat man gesehen, dass der Aktienkurs auch mit nach oben gegangen ist. Hier bei der IG Group überhaupt nicht. Das finde ich ziemlich interessant. Wo war Corona? Hier 2013, hier war Corona. Und wir hatten überhaupt keine, wir hatten keine so hohen Kursgewinne. 40% vom Corona-Tief, das ist ja gar nichts. Und dann danach hatten wir hier im Prinzip eine Seitwärtsbewegung. Aha. Okay. Und wenn wir jetzt bei dem 8er, wir sind bereinigt in KGV, 7,5er KGV, und dann bleiben wir beim 12,7er KGV im Schnitt. Und dadurch ergibt sich dann hier tatsächlich ein Renditepotenzial, falls der Markt irgendwann wieder der IG Group das historische KGV von knapp 13 zugestehen würde. Dann hätten wir hier eine Renditeerwartung von 18,8%, ein Drittel Dividende, zwei Drittel wären dann Kursgewinne. Müsste man jetzt noch mal ein bisschen näher graben, warum der Markt da so relativ skeptisch ist. Sogar wenn man hier jetzt mal runtergeht, hätte man immer noch 12% Renditeerwartung aufs Jahr. Okay, also da würde es meiner Meinung nach schon mal lohnen, ein bisschen tiefer zu graben. Wo da der Haken ist, ich habe den Haken auf die Schnelle nicht gefunden. Wie gesagt, Bilanz ist absolut solide, Geschäftsmodell soweit war auch in Ordnung. Aber irgendwas wird da vermutlich sein. So, jetzt kommt die letzte Aktie und es ist die Omnicom. Nämlich als ich das Video vorbereitet hatte, war Omnicom tatsächlich die fünfte Aktie und nicht die American Financial Group. Deshalb hatte ich mir die angeschaut. Also ihr seht, hier gibt es einiges an 94er, auch mehrere Aktien aus Russland. Aber ich habe jetzt die Omnicom und Omnicom ist in der Werbebranche tätig, ist also eine Werbeagentur. Also nicht zu verwechseln mit so einer Werbeplattform. Also ich sage jetzt mal so, Facebook und Alphabet sind Werbeplattformen. Auch The Trade Desk beispielsweise, die ich auch im letzten Video analysiert hatte, sind auch Werbeplattformen. Quasi eine indirekte Werbeplattform, die wiederum verteilt die Werbung auf Meta, also Facebook oder Alphabet oder Kabelfernsehen und so weiter. Aber die hier gestalten die Werbung, Omnicom, die gestalten die Werbung und geben dann die Werbung quasi in Auftrag, dass sie irgendwo veröffentlicht wird. Das ist also nicht unbedingt so eine 1 zu 1 Konkurrenz zu Alphabet oder Meta, wollte ich sagen. Natürlich gibt es, da kann es dann immer möglich sein, dass dann die Portale quasi direkt von Alphabet Meta benutzt werden, um da Werbung zu schalten. Aber weil Omnicom ja noch hingeht und wie ich schon sagte, selbst Werbung gestaltet. Wir werden auch eigene Designer haben, eigene Texte und so weiter. Ist es jetzt nicht so, dass es eine Konkurrenzsituation ist, dass was der eine kriegt, das verliert der andere. Man sieht auch hier, dass die Gewinnentwicklung relativ schön aussieht. Gehen wir aber erstmal zur Dividende. Und das hier ist die Entwicklung der Dividende. Gab mal tatsächlich Dividende in Höhe von 5,5%, aktuell liegt die Dividende bei 3,9%. Eieiei, okay, da kann man mich jetzt kritisieren, dass ich hätte, vielleicht hätte ich doch ein anderes Unternehmen nehmen sollen, was hier deutlich mehr Dividende gibt. Aber wenn euch das Format interessiert, machen wir es einfach so, wenn euch das Format interessiert, dann könnt ihr ja sagen, ihr hättet noch gern ein Video mit die besten Dividendenaktien mit hoher Dividende. Dann können wir ja nochmal ein paar andere Aktien durchleuchten hier. Weil es sind doch einige dabei, denke ich, die nicht so bekannt sind. Ne? Die Russen schon eher, aber einige, die man doch noch vielleicht mal analysieren könnte, so wie ich das hier auch mache. So, aber immerhin knapp 4% Dividende und sie soll weiter wachsen auf dann 4,2%. Ja, immerhin. Ne? Ich sehe ja auch im Ranking, dass hier die Zieldividendenrendite nicht komplett erreicht worden ist, hier 78%. Gucken wir mal noch kurz, wie die Bilanz soweit aussieht.
Hier wird also immer wieder fleißig Aktien so gekauft, um den Gewinn pro Aktie sozusagen zu erhöhen. Also schön ist, dass das Ganze eben sehr, sehr stabil verläuft. Hier gab es auch mal einen Geldregen, woher der kommt, weiß ich nicht. Freier Cashflow, aber insgesamt verläuft das Ganze ziemlich smooth sozusagen und scheint mir jetzt kein absolutes Hochrisikopapier zu sein und die Dividende soweit scheint auch in trockenen Tüchern zu sein fürs Erste. Das heißt, wir haben hier Ausschüttungsquoten, das sieht man auch allein grafisch, dass da noch viel Luft ist. So, gucken wir uns mal den fairen Wert an. Nehmen wir hier das Ganze. Den bilanzierten Gewinn und die Dividende, da gibt es nur Schätzungen bis 2023 für die Dividende. Dann legen wir mal den fairen Wert hier drüber auf den bilanzierten Gewinn. KGV von 11, das ist nicht so viel. Mal interessant ist, dass der Aktienkurs hier schon seit einer längeren Zeit schwächelt. Also wir haben hier seitwärts laufender Aktienkurs seit 2013, Spätjahr 2013. Insofern Omnicom ein Underperformer. Mit knapp 4% Rendite im Jahr und so gut wie alles kommt von der Dividende. Ist also nicht davon auszugehen, vermute ich erstmal, dass der Aktienkurs relativ schnell nach oben schießt. Und vermutlich wird auch das historische KGV von 14 dann so nicht unbedingt zu halten sein. Müssen wir wohl eher nach unten korrigieren, zum Beispiel auf 12. Ah nee, das ist, Moment, wir müssen hier hingehen. Hier auf 12 und dann geht es hier auch nach unten. Und dann ist es vermutlich realistischer. Hier war die Aktie noch höher bewertet und dann hier ab hier mit einem niedrigeren KGV von um die 13 hier. Jetzt habe ich einen 12er gemacht. Obwohl die Gewinnentwicklung eigentlich weiterhin schön verläuft. Das hier ist der Einschlag von Corona. Da haben ja dann auch die Unternehmen ihre Werbeetats gekürzt. Und entsprechend hat es dann auch Omnicom gespürt, aber hat sich jetzt wieder erholt weitestgehend. Dann hier und jetzt wieder so eine leichte Schwächephase. Renditepotenzial, wenn man sich das mal anschauen möchte, bezogen auf ein KGV von 12 bei 9,6%. Davon hier, wie viel wird denn das sein? 80, 90, 42, ja, 3, ein Drittel. 80, 160, 240, nee, ein Viertel. Ein Viertel Dividende und drei Viertel Kursgewinn. So sieht es dann aus. Gut, das wäre Omnicom gewesen. Wie ich schon sagte, also es gibt hier noch massig andere Dividendenaktien, auch mit hohen Dividenden oder extrem hohen Dividenden. Wir haben uns jetzt mal fünf Stück angeguckt. Ich hoffe, es war interessant. Wir haben einfach mal ein bisschen die ausgetretenen Pfade verlassen und auch die ein oder andere interessante Aktie, denke ich, entdeckt. Ihr könnt mir mal euren Favoriten reinschreiben in den Kommentar und dann bin ich mal gespannt, wer bei euch am besten abgeschnitten hat. Dann wünsche ich euch noch schöne Restweihnachten, wir haben den zweiten Weihnachtsfeiertag und genießt die Zeit zwischen den Jahren. Ich hoffe, die freie Zeit für euch. Wir sehen uns dann im nächsten Video.